Fahrgestell B 64 von Bad St. Peter-Ording, weiter als RB 64 nach Bad St. Peter-Ording über Tönning, Abfahrt 9.36 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Nach der Ausfahrt des Expresszuges Richtung Hamburg verlassen die Züge in Richtung Bad St. Peter-Ording auf Minute 36 im Blockabstand den Bahnhof Husum. Die folgenden 4,5 Kilometer nutzen die Züge die Marschbahn, bevor sie schließlich im Kilometer 153,6 an der Abzweigstelle Hörn die Hauptstrecke auf die eingleisige, etwa 44 Kilometer lange Nebenbahn Richtung Tönning und Bad St. Peter-Ording verlassen. Wenige hundert Meter nach der Abzweigstelle wird bereits die Bundesstraße 5 gekehrt. Hier direkt am Bahnübergang befand sich früher auch der Haltepunkt Platenhörn. Dieser verlor wie andere Haltepunkte an der Strecke auch durch den Verkehrswandel an Bedeutung, sodass heute nichts mehr von ihm zu sehen ist. Nun führt uns der Streckenverlauf durch die Weiten Nordfrieslands, parallel zur Bundesstraße 5. Auch vom ehemaligen Haltepunkt Büttel im Kilometer 99 ist heute kaum noch etwas zu finden. 9 Minuten nach der Abfahrt in Husum wird der Bedarfshalt Witzbord erreicht. Wenige Minuten später der Bedarfshalt Hableck. Der nächste Halt ist bereits Tönning. Hier finden auch die Zukreuzungen der beiden pendelnden Triebwagen statt. Die Ankunft auf Minute 55 und Abfahrt auf Minute 1 bietet dem Personal ein paar Minuten zum Schnack mit dem örtlichen Fahrdienstleiter. Eine Tasse Kaffee sowie ein paar Kekse gehören hier zur Selbstverständlichkeit. Ebenso muss die Fahrtrichtung für die Weiterfahrt gewechselt werden. Kurz nach der Ankunft des Zuges aus Husum trifft auch der Gegenzug aus Bad St. Peter-Ording ein. Er wird auf Minute 4 den Bahnhof Tönning verlassen. Uns führt der Weg aber weiter über die Halbinsel Eiderstedt Richtung Bad St. Peter-Ording. Nach wenigen Minuten wird der Bedarfshalt Karting erreicht. Etwa 3 Kilometer weiter erreicht der Zug dann im Kilometer 28,4 Katharinenherd. Der weitere Fahrtverlauf führt uns nach Garding. Hier muss die Sicherung des Bahnübergangs Welterstraße noch durch einen Schlüsselschalter am Bahnsteig manuell eingeschaltet werden. Der nächste Halt ist dann bei Bedarf St. Wehle. Kurz hinter St. Wehle am Bahnübergang Süderdeich lag früher der Haltepunkt Heisternest. Auch von ihm ist heute nichts mehr zu sehen. Wenig später Halt in Tating.
Hinter Tating geht es viele Kilometer schnurgerade gen St. Peter-Ording. Fünf Minuten nach Abfahrt in Tating wird Bad St. Peter Süd erreicht. Der Bahnübergang Nordergeest am Bahnsteigende wird erst mit Eintreffen des Zuges über eine Kontaktschleife am Bahnsteig geschaltet. Nach vollständiger Sicherung können nun die letzten 3 Kilometer bis zum Endhaltepunkt Bad St. Peter-Ording in Angriff genommen werden.